Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Land of the Dead. Wir sind hier gerade in der Kanalisation und müssen jetzt erstmal wieder hier rausfinden. Die steht wieder auf, oder? Nö. Hier in der Kanalisation kann man auch gut erschreckt werden. Wie die mich einfach nicht beachtet hat. Ich hab noch gelebt. Ich lade die mal nicht mehr nach. Ich glaube, ich benutze jetzt aber erstmal die Glock. Okay, rein da. Unter Wasser können wir leider nicht schießen. Und wir haben auch nur eine begrenzte Zeit Luft. Das heißt, wir müssen jetzt hier erst einmal wieder auftauchen. Okay, und wieder runter. Mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Jetzt müssen wir hier lang. Ein Autosave, das heißt nichts Gutes. Wo kamen die jetzt auf einmal her? So, den Revolver kann ich jetzt auch mal wieder was benutzen. Wir haben ja momentan wirklich viel Munition. Nein! Ich will nicht daneben schießen. Vor allem nicht bei dem. Geh mir aus dem Weg. Na toll, wir sind gleich tot. Ich wollte ja hier einen No-Death-Run machen. Ich glaube, wir sollten die Sniper mal etwas häufiger benutzen. Damit hätte ich rechnen müssen, dass da jetzt ein Zombie kommt. Verdammt, hier ist auch! Ich hab damit gerechnet, dass hinter mir einer ist, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Zombie schon so nah ist. Ach, Medikamente. Die sehe ich in dem Spiel gerne. Wenn meine Lebensenergie ziemlich weit unten ist. Jetzt sind für die Shotgun und für die Glock. Geh schneller hoch. Ich will hier raus. Okay, da lädt jetzt etwas. Labyrinth. Aha. Soll es etwa heißen, dass wir jetzt in einem Labyrinth sind oder was? Granaten kann ich keine mehr aufheben, oder? Nein. Schade. Ich
Boah. Die Skelette sieht man hier auch echt schlecht. Weil es hier so dunkel ist. Okay, ich muss auf die andere Seite. Komm, eine Granate, eine Granate, eine Granate, habe ich gesagt. Oh mein Gott, die hat eine Schaufel. Also für mich sieht das hier nicht nach einem Labyrinth aus. Das war so klar. So. So ein Verbandskasten ist hier. Das freut mich sehr. Und willst du nicht wieder aufstehen, Kollege? Das war knapp, der hat uns fast getroffen. Aber auch nur fast. Okay, wir schaffen es, wir schaffen es. Wir haben es geschafft. Aber jetzt müssen wir eh tauchen. Zumindest haben wir volle Lebensenergie. Das erleichtert die Sache etwas. Zum Glück können unter Wasser auch keine Zombies uns angreifen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich warum. Ich weiß die Antwort auch nicht. Naja. Aber wir können die ja auch nicht angreifen, während wir im Wasser sind. Daher ist es schon recht fair, dass die uns nicht angreifen können. Danke, dass ich da auch mal raus durfte. Komm, steh auf. Hier sind sogar Granaten. Ich bin super Service hier. Ach, ich musste gar nichts machen. Komm. Explodier! Danke. Lebst du noch? Ich glaube nicht. Fuck. Wir haben jetzt die Hälfte unserer Lebensenergie verloren. Ich war so stolz, dass wir volles Leben haben. Wir hier fällt jetzt auch noch alles zusammen. Ja, im Wasser sind wir etwas langsamer als zu Fuß, glaube ich. Aber zumindest sind wir jetzt... Okay, jetzt kommen wir endlich aus der Kanalisation raus. Da waren wir jetzt aber auch lang genug drin. The theater was barricaded like a fortress, but everyone was dead. Those things got to them. I needed some rest. But first, I had some business to deal with. Soll ich Sniper benutzen? Okay, benutze statt die Sniper. Oh.
unsere neue Waffe, die M16. Das ist hier, wie einige von euch vielleicht wissen, das... Ich glaube zumindest, das ist das Standardsturmgewehr der US Army. Ich gehe einfach mal davon aus. Oh. Kann auch sein, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Auf jeden Fall war es das mal. Vielleicht ist es immer noch so. Ich bin kein großer Waffenexperte. Geh zu. Hammer. Den will ich doch gar nicht. Sind irgendwo Munition für unsere M16? Schade. Komm, das sollten wir doch eingeschlagen kriegen. Na los! Okay, geht nicht. Ah, das ist Munition. Wie konnte ich die bloß übersehen? Ach, sogar für die M16. Das geht verdammt kurz. Dann halt nicht. Auf den Toiletten ist hier jemand auf den Toiletten. Oder hat dort jemand Munition liegen lassen? Okay, die Lobby haben wir gesäubert. Jetzt müssen wir noch die restlichen Bereiche säubern. Aber natürlich nehmen wir auch die Munition mit. Wer hat hier die Wand eingeschlagen? Wo muss ich lang? Kann ich jetzt hier entlang? Ja. Das weiß ich, weil da ein Zombie kommt. Danke, zur Belohnung stirbst du. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zombies in den Leichensäcken dazu zählen. Also zu den Zombies, die wir töten müssen. Aber ich mach's einfach mal. Sicher ist sicher. Okay, das waren alle. War jetzt zwar in gewisser Weise Verschwendung, aber ja, ich will halt volles Leben haben. Ich da Schritte gehört habe. Sonst hätte ich mich noch mehr erschrocken als jetzt und... Nein! Wo ist der Bastard? Er hat sich wohl selbst getötet, aus Angst davor, dass ich ihn töte. Fick dich! Wo kommst du her? Ich brauch die M16. So, ich brauche auch Medikamente. Ansonsten werden wir das hier nicht schaffen. Naja, wir machen dann im nächsten Part weiter. Tschüss.